Happy birthday to you. Tanti auguri a te. Que los cumplas bien alle. Sepune petniket. Paljon anne avan. Joyeux anniversaire. Zum Geburtstag, liebe Biennale. Happy birthday to you. Lang soll sie leben, lang soll sie leben, lang soll sie leben in der Gloria, in der Gloria, in der Gloria. Hibbidibib, hurra! Hibbidibib, hurra! Hibbidibib, hurra! Die Biennale ist das weltweit größte Festival zeitgenössischer Dramatik. Wir zeigen hier in Wiesbaden und Mainz, was in Europa für das Theater geschrieben wird. Ich gehe jetzt hier ins Theater und werde mich mal umhören über die Theaterbiennale Neustücke aus Europa. Ein Theaterfestival? Welche Richtung? Modern? Also multikulturell. Theater, Frankreich, Italien, Spanien, Portugal. Schön, komm hierher zu uns. In jedem Abend ist eine andere Vorstellung, ein anderes Land. Ja, dass einfach ja, aus unterschiedlichen Ländern irgendwie coole Projekte vorgestellt werden, auch von jungen Leuten. Stücke, die mit der aktuellen Situation auf der Welt zu tun haben. Speziell Stücke von europäischen Dichtern. Interkulturell? Es macht Spaß. Ich freue mich auf die vielen unterschiedlichen Stücke, die wir hier zeigen werden. Ich freue mich aber auch, dass beim 10. Geburtstag dieses Festivals, wir machen es zum 10. Mal, die Paten, das sind die Dramatiker in den jeweiligen Ländern, die uns bei der Auswahl beraten, dass die alle hier sind. Ja, ich heiße Vera Sampaio, ich komme aus Portugal, bin die Patin von Portugal und freue mich sehr auf Wiesbaden, auf das Festival, auf den Park. My name is Christo Wojciech. I am a godfather from Bulgaria. I'm using the opportunity to send greetings to the festival. Hallo Publikum, hallo, hallo, ich heiße Argo Schnert, ich bin der Pater für Ungarn und jetzt begrüße euch, ihn, sie aus Ungarn. Hm? Ja, also Biennale in Wiesbaden und Mainz 2010, das wird ein großes Fest und ich freue mich da wahnsinnig drauf, weil man sieht da Sachen, die man sonst nicht sehen würde, weil man ja auch da gar nicht hinkommt. Und für uns am Theater ist das eine große Bereicherung, eine große Inspiration, ganz andere Theaterformen, ganz andere Sachen zu sehen, als was wir machen. Und das bereichert einfach. Das finde ich ganz toll, dass das jetzt wieder hier ist, alle zwei Jahre, und freue mich drauf. Die 10. Ausgabe von Neue Stücke aus Europa findet vom 17. bis 27. Juni 2010 in Wiesbaden und Mainz statt. Wir freuen uns auf Sie. Das Publikum erwartet ein ganz großes europäisches Theaterfest.